So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind hier bei Rick's American Bar. Wer das kennt, in Suhl, das gibt's ja schon lange, ne? Ist eine beliebte Cocktailbar, muss man sagen. Hier waren wir auch mal da und haben damals den Armageddon XXXL Burger getestet oder so. Der war so groß. Wenn ich noch eine Aufnahme habe, kann ich den noch mal kurz einblenden. Der Mund ist schon, der läuft schon, der tropft schon und der ist wohl der wie so ein Hund, guckt schon. Der freut sich riesig, der wedelt schon mit dem, ihr wisst. Ja, der Wahnsinn. Was? Jetzt sind schon aus. So, wie soll man das jetzt essen und teilen vor allem? Das ist jetzt hier eine Neueröffnung. Irgendwie hat der Betreiber, glaube ich, gewechselt oder irgendwas. Die Karte sieht auch ein bisschen anders aus. Und heute möchten wir mal Burger hier testen von der neuen Karte. Haben auch gerade schon Getränke bestellt. Möchte ich euch auch mal zeigen. Ich habe nämlich eine Spezi genommen. Das ist die Spezi. Wird hier schön serviert in eine Flasche, ne? Dazu gibt es ein Glas. Das Glas ist voll mit Eis, Würfeln und einer Zitronenscheibe. Da brauchst du gar keine Spezi nehmen. Wartest einfach, bis das Wasser von dem Eiswürfel sich ablagert. Trinkst das. Guck, da ist schon jetzt Wasser drin. Wir schenken uns jetzt aber mal ein. Ungefähr so. Und dann möchte ich euch mal ganz kurz in der Karte zeigen, was wir bestellt haben. Jetzt muss ich es hier mal aufmachen. So, wo steht das jetzt hier wieder? Hier steht nämlich zum Beispiel Chili Cheeseburger drin. Aber nicht nur irgendein Chili Cheeseburger, sondern Chili Cheeseburger, 100 Gramm feinstes Rindfleisch, doppelt Käse, Eisbergsalat, Zwiebelmix gewürfelt, saure Gurke, Tomate und hauseigene Chili Cheese Creme für 7,90 Euro. Den gibt es dann auch noch extra hot für 8,90 Euro und extra extra hot für 10,85 €. Pupsi hat extra hot genommen, ich habe jetzt extra extra hot genommen. Einfach mal zu gucken, was der Unterschied ist. Dann habe ich dazu einmal Curlys genommen, 1 Euro Aufpreis. Als Dip nochmal Chili Cheese, obwohl es schon ein Chili Cheese Burger ist. Aber was ich besonders genial finde, du kannst den Burger auch upgraden auf XL mit doppelt Fleisch oder auf XXL mit dreifach Fleisch. Das heißt, wir haben jetzt einen Chili Cheese Burger mit dreifach Fleisch XXL extra extra hot mit extra Chili Cheese Dip. Und eine Spezi. Und wie das aussieht, wie das schmeckt, zeigen wir euch gleich, wenn das Essen kommt. So, wir sind zurück, das Essen ist angekommen und ich möchte euch mal ganz kurz Pupsi zeigen, also ihren Burger zumindest. Das ist der Chili Cheese Burger, der schießt in alle Richtungen weg. Und das ist der Chili Cheese Burger XXL, also mit drei Lagen Fleisch. Hier habt ihr die Curly Fries dazu. Was ist denn? Und wenn er umfällt, da fällt er halt um. Mein Gott. Da ist jetzt auf jeden Fall viel scharf dran, angeblich. Ich werde dann bei Pupsi mal probieren, irgendwie was, wie scharf Pupsis ihrer ist und wie scharf der ist. Und dann wisst ihr, ob sich das extra extra hot überhaupt bemerkbar macht. Da ist noch Chili Cheese Dip. Die Mama hat hier irgendeinen komischen Salat. Das ist Chicken Salat. Chicken Salat. Chicken Salat. Wir werden jetzt mal gucken, ob wir da was probieren können, aber wie es dann im Endeffekt geschmeckt hat, sage ich euch danach, damit ich in Ruhe essen kann. Ja? So, Pupsi aus dem Bild. Ne? Nicht, dass es gesperrt wird. Was denn? Hartes Brötchen. Die sind ja auch selber gebacken im Steinofen. Das ist aber ja alles, wie den ganzen Burger isst, oder? Ich wollte einfach nur kurz probieren, ja. Und dazu brauche ich eigentlich nur ein Stück vom Fleisch, wo ich nicht rankomme. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich schneide mir mal hier ein Stück Fleisch ab. Dann esse ich den in Ruhe. Und dann später sage ich euch Bescheid, wie der geschmeckt hat. Ja? So, Fleisch ist da. Hier ist eine Gurke. Die Gurke nehmen wir doch mit. Und ich hoffe, der ist jetzt wirklich schön scharf. Die beste Gurke, die ich je gegessen habe. Ich habe aber hier den Cheese Dip vergessen.
der einfach nur wirklich fest ist. Gummidip, Moment. Und im Rasen war es clean. Ja, aber trotzdem schön käsig, fest. Der bitzelt ein bisschen auf der Zunge. Ich hau jetzt auf jeden Fall rein und sag dann das Feedback, am Ende das Fazit, wie der Burger geschmeckt hat, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich den essen soll. Ich kann noch mal kurz zeigen, ich habe jetzt das Burgerbrötchen entfernt, habe es daneben gelegt, habe mal eine Scheibe Fleisch runter, da ist nämlich Tomate drauf, Käse drauf, Gürkchen drauf, Jalapenos drauf und unter dem Fleisch ist im Prinzip derselbe Belag nochmal, auf der nächsten Scheibe Fleisch, was ich eigentlich relativ gut finde. Ich dachte, das ist nur oben und dann hast du nur noch Fleisch, aber du hast dazwischen nochmal diesen selben Belag. So, die nächste Lage abgenommen. Das ist die zweite Lage, das ist die dritte Lage und ihr seht dazwischen auch wieder alles voll mit Tomaten, Jalapenos, Käse, Soße. Trocken ist das nicht, das ist auf jeden Fall schön saftig. Vielleicht empfinde ich das nur so, aber ganz schön saftig. So, jetzt wo ich fett und voll bin, rolle ich zum Auto auf dem Weg nach Hause. Habe jetzt hier die Rechnung dabei, Rix American Bistro und guckt euch das mal an. Chili Cheeseburger extra hot hot, ach extra hot meine ich. Burger Upgrade, Curly's, Chili Cheese Dip, 16,85 Euro. Ist an sich ein stolzer Preis. Ich glaube, ich habe schon Burger gesehen für den Preis, die trotzdem noch größer und noch wuchtiger waren. Der war vom Durchmesser jetzt nicht so krass. Aber diese drei Scheiben Fleisch, das war schon hoch, war okay. Ich bin auch satt geworden. Ich glaube, eine vierte Scheibe Fleisch hätte ich jetzt nicht vertragen. Drei Stück waren okay. Hat auch gut geschmeckt, muss ich sagen. Wie gesagt, ich fand es richtig toll, dass unter jeder Scheibe Fleisch nochmal dann dieser ganze Belag kam. Mit Käse, mit Tomaten, mit Jalapenos, mit Soße, mit allem drauf und dran. Curly Fries waren okay. Der Chili Cheese Dip war mir ein bisschen zu fest, aber gut, Käse wird halt... Machst du warm, flüssig, wird direkt wieder fest. Hätte ich vielleicht einen anderen nehmen sollen. Mein Brötchen war okay, bei Pupsi hat es richtig reingeschissen. Pupsis Brötchen war einfach hart wie ein Stein. Deswegen hatte ihr Brötchen noch nicht gegessen. Pupsi hatte ohne Tomate bestellt, war eine Tomate drauf. Kann ja mal passieren an sich. Sie ist verwöhnt von den letzten Burgern und sagt, sie wird nie wieder so einen Burger finden wie letztens in Nürnberg. Aber... geschmacklich fand ich das trotzdem eigentlich richtig okay. Von der Schärfe habe ich jetzt nicht viel geschmeckt, Pupsi aber auch nicht. Also eigentlich kann es nicht daran liegen, dass ich so krass das alles gewöhnt bin. Pupsi hat gar nichts gemerkt von Schärfe, ich habe ein bisschen was gemerkt. Vielleicht sind wir aber auch ultra abgehärtet. Deswegen, es hätte ruhig noch schärfer sein können. Noch mehr Jalapenos, irgendwas noch da drauf, Tabasco vielleicht irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ich hatte ja auch gefragt, was der Unterschied ist zwischen normal, zwischen extra hot und extra extra hot, wodurch die Schärfe dann entsteht bei diesem extra extra. Wusste er jetzt auch nicht unbedingt, konnte er mir nicht sagen. Das wird wohl immer ein Geheimnis bleiben. Ich werde sicherlich nochmal zurückkehren, hier auch mal die Pizza testen irgendwann, die man selbst belegen kann. Burgerbrötchen waren halt selber gebacken, selber gemacht, jedes Mal. Wenn es 2 Minuten zu lang wird, es halt fest, ist egal. Hat sich entschuldigt. Ganz normal. Feedback für die Küche ist auf jeden Fall immer wichtig, sage ich. Und Mama hat einen Salat gehabt. Salat war gut. Salat war super. Ihr komisches Pizzastange-Dings war ein bisschen salzig, aber ja, ist halt nichts für jeden. So Salz. Das ist Ismus Welt, aber nicht unsere. Wir werden jetzt nach Hause fahren. Das war es von meiner Seite aus. Wenn ihr mal in der Nähe seid, testet das halt mal. Könnt euch ja den Burger variieren, wie ihr möchtet, auch von der Größe her und allem drum und dran. Ich bin eigentlich zufrieden im Großen und Ganzen. Müssen wir mal schauen, ob wir das nächste Mal ins Kino gehen, ob wir wieder einen Absacker hier reinmachen. Gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen in der Karte, die mich interessieren. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.